Hallo ihr Lieben, euer Girl, es ist hier und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Final Fantasy 6, der ultimative finale Part, der Final Bosskampf gegen Kefka. Im letzten Part haben wir das Kriegstriumvirat zerstört. Wo wir es zerstört haben, ist die Magie nicht vom Land verschwunden. Und das wahrscheinlich, weil Kefka die Kräfte absorbiert hat. Er ist zum Gott geworden. Zum ultimativen Wesen der Zerstörung. Und naja, die Helden haben sich jetzt zusammengetan, sind auf dem finalen Plateau und jetzt gibt es nur noch einen Gegner zu besiegen, und zwar Kefka. The man, the clown, the villain himself. Let's go. Das Finale beginnt. Herzlich willkommen in der Manege der Zerstörung. Oh, Kefka. Ich wusste gar nicht, dass du eine Pyramide geworden bist. Nee, da ist er ja. Ich wusste, dass ich auf euer Kommen zählen kann. Ich habe meinen Auftritt extra einstudiert. Ja, hast du auch nichts Besseres zu tun gehabt. Weißt du, wie man Sidequests erkunden die Welt. Und er übt jetzt eigene Show. Schön. Herzlichen Glückwunsch zu deiner Schauspielkarriere, I guess. Oh, guckt euch an, alle sind da. Nee, nicht ganz alle. Umaro und Gao fehlen dort. Wie lange wir... Ach so, das sagt Terra, I guess. Steht da nicht, wer es sagt, das ist so doof. Sagen wir mal, Terra sagt es. Wie lange willst du diesen Zerstörungswahn noch fortsetzen, Kefka? Ha, ich wäre gerade erst warm und ich besitze jetzt die absolute Macht. Seht her! Welch wunderbare Kraft! Ihr seid mir kein Gegner mehr. Seht eurer Vernichtung ins Auge, denn alles ist endlich, alles ist vergänglich. Ja, du bist auch vergänglich, Kefka. Mit alles bist du inkludiert. Vergänglich? Nun, das mag sein. Doch Menschen können Dinge wieder aufbauen. Neues Leben wird immer entstehen. Dum, dum, dum. Oh Gott, Leute. Damit es ebenfalls vergeht, pah. Warum schaffen, wenn man weiß, dass alles der Vergänglichkeit anheimfällt? Warum leben, wenn man weiß, dass einen nichts als der Tod erwartet? Denn im Augenblick des Todes wird alles nichtig. Weil das nicht das Ende ist, das zählt, sondern der Weg, der zu ihm hinführt. Ein Weg, auf dem er Antworten findet. Antworten auf die Fragen. Für was man lebt, was man erreicht hat, was man beschützen will. Aber man weiß nie, wer das spricht. Reicht es denn nicht, wenn ein jeder in seinem Leben danach strebt, den Sinn seines Daseins zu ergründen? Hast du ihn etwa gefunden? Dein Lebenssinn? In dieser erbärmlichen Welt, die bloß noch ihren Untergang hat? Ja, warum ist die Welt so erbärmlich? Weil du sie zerstört hast, du Honk. Das habe ich. Für mich liegt er darin. Vor allem, was sind das für komische Pixel, die um Kefka kreisen? Diese vier Pixel. Liebe zu geben. Und ich will die schützen, die Hilfe bedürfen. Wir geben Frauenkind, die ich stets in mein Herzen trage, Kraft. An mir Freunde und die Familie. I'm Shadow. Shadow the Edgelord. Ich will mein Volk ein gerechter König sein. Mir gibt mein fürsorglicher Bruder Kraft. Und mir die Menschen, die mich so aufnehmen, wie ich bin. Ich lebe für meine süße kleine Enkelin. Und ich für Opi. Der ist zwar kaum zu ertragen, aber einer muss ja auf ihn aufpassen. Mein Antrieb sind die Flügel einer Freundin. Und meine neue Freunde, Kuppo. Tja, was wohl Gao und der Yeti gesagt hat, ne? Mao heißt da der Yeti. Wollen wir jetzt nicht wissen. Igitt, ihr widert mich an, wie ihr eure Zeichen schönartig vortragt. Was? Kefka,
Geht's dir gut? Dann werde ich ihm all dies zerstören. All das, was euch am Leben hält. Nein, Kefka, tu es nicht. What's going on? Du hast schon die ganze Welt zerstört. Mehr geht nicht. Du kannst die Welt nicht zweimal zerstören. Kefka, what's going on? What are you doing, sir? Der stärksten Kraft dieser Welt bin ich habhaft geworden. Außer mir existiert nichts als Abschaum. Und das Wort Abschaum ist noch ein Euphemismus für euch Schwächlinge. Zerstörst gerade einen eigenen Turm, ne? Nicht gerade sehr intelligent. Ich werde alles zerstören, auch meinen Turm. Also hör auf zu kommentieren, Cecil. Und eine Welt des Todes schaffen. Klingt ja sehr spaßig. Doch Leben und Träume werden immer wieder aufs Neue geboren. Verrat! Alles werde ich zerstören! Zerstören, Puppen! Alles, hört ihr? Alles? Alles! Alles! Wir werden nicht zulassen, dass du noch mehr Leben vernichtest. Was wäre denn Zerstörung ohne ein bisschen Tod? Ich bin schließlich ein Profi! Richtiger Pro. Versteht ihr? Ein Pro. I'm firing my laser. Du schießt ins Wasser. Was soll es bringen? Was soll es bringen? Außer, dass du heute einen gegrillten Fisch oder so vielleicht hast. Zum Abendessen. I don't know. Nein, Kefka, dies alles muss ein Ende haben. Hier und jetzt. Guckt's euch an, wir können jetzt alle in den Kampf schicken, das ist so krass. Terra fängt an. Celis. Tja, war ja an, da bin ich hier unsicher. Locke auf jeden Fall. Wen hatten wir denn noch in den Team? Ha, Setzer. Wie ich Setzer nehmen? Aber wollen wir einfach safe sein mit Strago. Na komm, Setzer für die Memes. Achso, die anderen muss ich jetzt auch noch. Ja, gut. Falls irgendwer stirbt, kommt halt einer nach. Das ist dann Strago und Ram. Dann Go-Go. Dann Edgar Seven. Cyan. Mock und der Endboss ist Shadow. Shadow the Edge Lord. Ich hoffe, es stirbt eh keiner von daher. Und damit beginnt es. The final boss fight against Kefka. Und das Witzige bei diesem Bosskampf ist, dieser Boss-Track geht 18 Minuten. Das ist der längste Boss-Track der Videospielgeschichte, glaube ich. Was wir jetzt machen sollten, ist erstmal den Schutzengel casten auf die gesamte Party. Erstmal so ein bisschen passiv. Außer Lock, der geht natürlich direkt. Boah, der Schaden ist aber echt eklig. Jesus Christ, Kefka. What are you doing? Der Schaden ist echt nicht lustig, den er macht. Okay, aber Lock hat's ja auch drauf, von daher. So, und setz ab. Du spielst heute mal ein bisschen den Supporter, habe ich gehört. Fangen an mit Huska. Wir erhöhen das Speed der gesamten Party. Ich glaube, Lock ist gleich schon tot. So schnell geht's, ne? Und ich kann euch sagen, dieser Bosskampf ist nicht einfach sofort vorbei. Der hat mehrere Phasen, wer jetzt gedacht, ne? Locks Defense ist echt nicht die beste. Also müssen wir mit dem Schutzengel auf jeden Fall ein bisschen nachhelfen. So viel steht fest. Haste. Wir sollen auch die Verteidigungswerte und die magische Verteidigung erhöhen. Da wäre natürlich Mighty Guard jetzt gut. Haben wir aber nicht. Oh Gott, die Musik, ey. Regner geht nur auf einen. Das ist nicht gut genug, leider. Ich habe auch Angst, dass er Beben hat. Komm, wir machen mal Levitas. Auf alle. Nicht, dass er jetzt gleich Beben oder so macht. Dann sind alle tot. Das wäre nicht so geil.
Brote, es geht auch nur auf einen, ne? Ja, ich sag's euch, Strago wäre besser gewesen. Gut, dann geht das auf Lock. Und auf Setzer. Erstmal ein bisschen defensiv verhalten. Angreifen können wir immer noch, Leute. So. So, jetzt kriegst du noch. Protest. Fährt den Schutzengel jetzt ein, nur nicht. Ah, dass man es nicht sieht. Nervig. Wisst ihr was? Wir gehen in die Offensive. Muss ja mal sein. Drei Sachen gibt es anzugreifen. Das ist wieder nervig. Wir gehen in die Offensive. Los geht's. Nur defensiv will ich jetzt auch nicht bleiben. Ich denke, wir sind ganz gut. Regener wäre jetzt noch ganz cool. Das macht sie jetzt ja. Wie gut es hier ist. Flair geht nur auf eins, ne? Ja. Ist halt ultimativ schlecht, basically. So, Regener bitte. Übrigens, wir können die ganz finalen Elixiere, glaube ich, verwenden. Ich weiß nicht, glaube ich, verwenden nur Elixiere. Ich habe Angst, dass sie im Weg sind. Bei Elixier haben wir genug extra aufgespart für diesen feinen Bosskampf. Lockt er es irgendwie ein bisschen? Oh, ich habe den Levitas-Zauber gar nicht gecastet. Was ist denn da passiert? Mach ich es jetzt mit ihm. Nicht, dass jetzt ein Beben kommt. Ich habe echt Schiss. Das könnte man wohl stehlen. Ah, ich muss es einmal probieren. Einmal muss ich es probieren. Ich meine, vor Endboss aus Final Fantasy 4 konnte man ja auch was stehlen. Dark Matter. Das ist guter Damage. Oh Gott, aber nur nicht eine Hand. Nichts ist kaputt. Und das Design, das Boss-Design erinnert mich an Chaos World aus Kingdom Hearts 1. Der feine Boss. So, tschu-tschu, tschu-tschu, tschu-tschu. Und wir fliehen. Let's go. So, Vigra. Einmal stabilisieren, bitte. Und dann geht's voll auf die 12 hier. Ultima. Ich weiß nicht, ob Kefka Staatseffekte oder so verteilt. Ich glaube, Celes und Terra haben tatsächlich eine Schleife. Die anderen nicht. Beben, ich wusste es. Oh Gott, ich wusste es. Leute, ich wusste es. Ich wusste es. Ich bin jetzt so stolz auf mich. Gut, dass uns das nicht getroffen hat, wirklich. Beben ist nicht witzig. Ganz ehrlich, Freundchen, wie du mir, so ich dir, ne? Du kannst, kann ich auch. Oh. Leute, die erste Phase ist überstanden. Der komische Dämon mit den zwei Fists. Jetzt kommen Kefkas Sexfantasien. Was ist das? Nackter Typ, der da gekreuzigt ist? Eine nackte Frau? Ein Typ, der lila ist, der auf den Tiger furzt? Ey, was ist das? Was ist das für ein Boss-Design? Das ist so geil, ne? Das ist so geil gemacht. Und die Buffs bleiben bestehen, das ist gut. Wir haben noch die ganzen Buffs. Magic Laser, wow. Wow. Der war zum Glück nicht stark. Double Ultima, bitte. Wie sieht's aus? Oh, fuck. Ich glaube, Terra stirbt. Bin nicht früh genug gesehen, dass sie so kassiert hat. Naja, dann bleibt's halt auch noch spannend, ne? Dann bleibt es halt auch noch spannend. Ja, hier ist es nicht so krass, was Lock hat, weil, ihr seht es, ne? Greift wild irgendwas unkontrolliert an. Kann gut sein, in den meisten Fällen ist es nicht gut genug. Ich brauche dringende Heilung. Leute, was ist da los? Was ist da los? Ich brauche eine Heilung. Ich brauche eine Heilung. Leute. Flumps. Macht nicht 9999. Ich glaube, Terra stirbt, Leute. Oh Gott. Dieser Soundtrack, der ist so krass. Der ist so krass. Ja, ist die 10er kommen und das war's mit Terra. I guess. Ja. Nee. Geht doch nie alles auf Terra. Wieso kam die Heilung jetzt eigentlich durch? Das ist ein bisschen blöd. Was ist da los?
Jetzt kommt die Heilung. Na, geht doch. Im letzten Moment noch geheilt. Wow. Ich mach's echt spannend, was? Im letzten Moment noch geheilt. Oh mein Gott. Oh nein, Silence. Das ist natürlich nicht gut. Wie werde ich das los? Wie werde ich diesen Silence-Status los? Medica. Ich weiß es halt nicht. Ich würde sagen, Setzer versucht gleich mal irgendwie bei Items zu schauen, ob da was hilft. Graviga, oh, böse. Böse. Ausgerechnet ist natürlich jetzt Setzer dran. Ausgerechnet jetzt. Augentropfen, Echo. Keine Ahnung, ich versuch's mit der Allheilmittel. Boah, was ein böser Schaden. Gut, dass ich die Heilung gecastet habe. Dass ich nur mal sicher gegangen bin. Ja, boah, wir können ruhig angreifen mit Lock. Uns ja wieder stabilisiert. Ist nicht leicht, der Kefka-Boss-Fight. Ist nicht so schwer wie der Boss aus Final Fantasy 4. Das war der schlimmste. Aber ist echt schon hart. Ihr seht's, ne? Kefka, du mit deinen Sexfantasien hier. Was ist das für ein komischer Boss? Wirklich? Nein! Sie ist wieder grounded. Sie ist wieder grounded und hat alles verloren. Nein, jetzt geht's zum nächsten Boss. Oh, wir sind ja fast tot. Ja, Leute, es wird Verluste geben. Denn das ist, glaube ich, auch noch nicht die finale Form. Oder? Ist das die finale Form? Doch. Ich glaube schon, da ist so der Psychopath. Das ist doch Kefka. Nee, das ist immer noch nicht die finale Form. Kefka mit einem heiligen Engel oder so an seiner Seite. Richtig komisch. Tornado macht er. Ja, moin. Tornado ist richtig scary. Wie kriege ich den Scheiß jetzt weg? Dieser Silence-Effekt geht nicht weg. Doch, jetzt. Sehr schön. Gut, jetzt machen wir es wie folgt. Die Heilung reicht, glaube ich, schon. Dann möchte ich nochmal floaten. Reicht die Heilung schon? Wie viel halt das? Das reicht nicht. Das war wenig. Das war richtig wenig. Verdammt. Gott, die Orgel geht weiter. Ey, Kefka, du Psychopath. Levitas. Nicht, dass jetzt noch ein Beben kommt und Terra einfach stirbt. Und ganz ehrlich, ich gehe jetzt auch in Trance-Zustand. Esper Form Terra, let's go. Noch mehr Damage, noch mehr bessere Werte. Es ist nicht verkehrt, I would say. Und Lock greift an. Was ist das jetzt für ein Scheiß? Das war ja Levitas Zauber. Ich dachte, der Kefka hat irgendwas Dummes gecastet. Wie sieht's lebenstechnisch aus? Könnte besser sein, denn Lock ist nicht komplett vollgeheilt. Uiuiui. Lock lebt gefährlich, aber der hat's bumm gemacht. Einer ist schon mal weg. Die Phase scheint nicht so schwer zu sein. Fika. Und Ultima, bitte. Ich glaube, das war's. Oh mein Gott, Leute. Ex-Steph hatte ja, wenn ihr so wollt, auch drei Phasen. Aber der hier hat vier. Oh, Meteor. Ich glaube, das war's mit Lock. Das war's mit ihm. Das war's mit ihm. Nee, es hat ihn verfehlt. Sehr gut. Brauch noch eine Heilung. Ganz dringend. Vigra, Viagra. Komm schon, Heilung, bitte. Yes. Wieder stabilisiert. Ich will das halt gerne schaffen, dass keiner stirbt. Ich weiß nicht, ob es dann ein anderes Ending gibt oder so. Weiß ich tatsächlich nicht mehr. Aber er hat cool, ne? Oh, Lock mit dem Ultima-Schwert. Hat so viel Schaden, ne? Macht am meisten Schaden. Weil er einfach so oft angreift. Innerer Frieden. Oh nein, 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 nein. Ich habe keinen Mana mehr, Leute. Und Terra ist tot. Ja, whatever. Wie gesagt. Der Bosskampf ist nicht so gestaltet, dass man das ohne Verluste durchschaffen kann. Rip Reno, I guess. Ja, innerer Frieden ist auch ein Instant Death. Nimmt einen mit. Und jetzt kommt er.
Gott Kefka. Und Strago kommt direkt nach. Strago, du hast Blue Magic, ne? Du machst jetzt schön Mighty Guard. Wie wär's? Das ist seine feine Form. Und die ist am schlimmsten. Aber wir haben noch das gesamte Team. Schicksal, Träume, Hoffnung. Wo kommt das alles her? Und wo führt es hin? Oh Gott, der Track. Lachhaft, wertlos. Alles sollte mein Herz verlieren. Und die ikonische Lache. Okay, Strago. Wer ist überhaupt dran? Na gut. Jetzt ist Lock natürlich sehr nützlich, weil... Oh. Damn it. Okay. Elixier für Celes. Der geht's ja auch noch gut. Füllt die Magie auch wieder vollständig auf, wer hätte gedacht. So, und hier nehmen wir jetzt die totale Abwehr. Die ist jetzt echt nützlich. Strago ist sehr empfehlenswert. Deswegen. Vorausgesetzt, ihr habt die Blue Magic natürlich freigeschaltet. Heartless Angel. Und natürlich direkt auf Strago oder was? Nee, auf alle. Wollt ihr mich verarschen? Auf alle? Oh, ja, sehr fair. Oh mein Gott. Okay. Ich sag ja. Die letzte Phase, Leute. Jetzt geht's richtig ab. Jetzt fliegen die Fetzen. Okay, irgendjemand wird es immer nur heilen. Der Lock nicht. Wir brauchen seine Angriffspower. Vigra. Und Ultima. Hyperantrieb, das ist ein Instant Kill. Tschüss, Strago. Der hat ja nicht lange überlebt. Hö, was ist denn das für ein komischer Kopf? Was soll denn das jetzt sein? Sehr merkwürdig. Warum bebt jetzt alles? Hallo? 10 Leute muss noch besiegen, Kefka. Fühlt er sich jetzt hier sicher? Fühlt er sich jetzt cool oder was? Der Typ ist doch crazy. Oh, das wissen wir ja, dass der crazy ist. Ja, und was jetzt mit Strago? Der liegt da jetzt einfach rum, oder was? Scheiße, muss ich den so wiederbeleben? Ich dachte, jetzt rückt direkt der Nächste nach. Ja, von wegen. Der ist ja richtig doof. Na gut. Erzengel, Strago. Gut, dann kriegen wir Strago immerhin zurück. Ist auch was wert, ne? Das heißt, wenn jetzt das Team gewiped wird, haben wir verloren. Glaube ich. Oder Kefka hat schon verloren. War's das schon? Du hast aber nicht viel Lebensenergie. Du hast zwei krasse Moves. Heartless Angel und so. Will ich dir lassen? Was war's? Explodiert. Der Freak ist down. Das Chaos hat ein Ende. Kefkas dumme Spielereien sind vorbei. Nein, das könnt ihr mir nicht antun! Nein! Ich werde doch die ganze Welt zerstören! Ich wollte Chaos, Tod und Verzweiflung mit meinen eigenen Augen sehen! Nein! Das Leben ist doch vergänglich! So auch meins! Ich möge euch in euren Albträumen heimsuchen! So ein Dialog fehlt mir da. Einfach mal zugedichtet. Ja, 2 Deaths, ne? Whatever. Ich hätte halt Umaro nehmen sollen, der ist MVP. Bester Char. Natürlich nicht. Also Locks Angriffspower war schon echt... sehr entscheidend, glaube ich, dass es so schnell ging. Guck, Terra lebt ja noch. Also ist komplett egal, wer da stirbt. Der Turm stürzt ein. Was waren die jetzt hier, Gao und Umaro? Wir haben keine Zeit zu verlieren. Schnell, der Falke ankert nur wenige Schritte von hier.
Los, Vereilung, mit vereinten Kräften können wir es schaffen. Terra, was hast du? Oh, no. Die ganze Esper. Bad Ending, Leute. Die Magic Sides. Magie verschwindet von der Welt. Die Esper verlassen uns. Also verlässt uns auch Terra? Folgt mir. Die mir noch gebliebene Kraft will ich nutzen, euch sicher hinauszugeleiten. Soll ich schon mal die Taschentuchpackung bereithalten? Ich hab Angst, ey. Terra hat das ganze Abenteuer begonnen. Cooler Bosskampf, oder? Mit Kefka, jetzt mal ernsthaft. Vier Phasen, richtig geil inszeniert. Mit dem Soundtrack und wieder komplett abgedreht, abgespaced. War relativ anspruchsvoll. Echt, richtig guter Bosskampf. Von den ersten 6 Final Fantasy ist der beste. Bei Final Fantasy 4 auch richtig gut war. Holy shit. Final Fantasy 4 war auch noch schwerer, der Endboss. Cyan! Liegt sein Katana. Garamonda heißt er eigentlich. Sehen wir auch endlich mal den Nachnamen. Alle Final Fantasy Charaktere haben immer Nachnamen, nur die fährt man mit manchen Spielen halt nicht. Cyan, schnell, der Schalter! Schalter? Oh je, wie eine Maschine! Ja. Cyan, come on. So. Gut gemacht. Good job. Ha, der Knauf des Technikbaukastens hat sich ausgezahlt. Hä? Okay. Cyan. Jetzt fühl dich nicht, als wärst du Technikexperte. Setzer mit den Karten. Weil letzten Endes habe ich nur mit Würfel gespielt, ne? Gabbiani. Italiano. Das hatte so einen italienischen Nachnamen. Das kommt selten vor. Meist sind die Nachnamen irgendwie deutsch, französisch. Das klingt schon sehr italienisch. Wartet! Immer wenn du denkst, du hast recht, liegst du falsch. Und das ist dein größter Irrtum. War es nicht das, was du mal sagst, Daryl? Oh, hier ist sogar ein Remix von Setzlers Film. Oh mein Gott, Leute. Was ein Ending. Richtig cool gemacht, richtig gut inszeniert. Edgar Roni Figaro. Gesundheit. Das ist die Münze. Und die Münze landet auf der Kante. Seven René Figaro, das, was Kane immer wollte. In Legacy of Kane. Der hat zu Raziel gesagt, was mit der Kante der Münze. Da ist die Kante. Glaub nicht, dass ich dir all die Verantwortung alleine aufdrücken wollte. Du kümmerst dich um Figaro und ich kümmere mich um dich. Deshalb ging ich fort und trainierte. Yay! Seven, the Muscle Man. Und Mock, Kupo. Heißt natürlich einfach nur Mock. Mock der Mogul. Kupo. Sieht seltsam aus. Hilf mir, Kupo. Warum ist da der Boden weggebrochen? Jetzt Kirmes dran. Kirmeskran, ey. Mein Fell, du Troll, ich bin doch kein Stofftier, Kupo. Ich finde, für Kirmeskran war es schon nicht schlecht. Ich bin nicht so gut mit dem Kirmeskran. Umaro! Ich weiß, ich hatte viel verwendet in Sidequests, aber natürlich im Finale nicht.
Imagine, ich hätte es mit Umaro gemacht. Der macht nur mal 6000 Schaden und ist random, wie er angreift. Der ist echt ziemlich kacke. Er ist witzig und unique, aber kacke. Sie lässt sich nicht öffnen. So, Gewalt ist eine Lösung. Oh Gott. Go, 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 go. Google, der Mime. Ich frage mich echt, ob das der gleiche ist wie ein FF5. Hm. Die ist halt auch so. Die Schalter müssen gleichzeitig und genau auf dieselbe Weise gedrückt werden. Gogo, Mime, Seeless. Ja. Er ist der perfekte Mann für die Aufgabe. Muss man einfach mal sagen, ne? Oh Gott, fällt runter, nein. Gogo. Ist das ein Tauchhelm? Gao. Ja, von Gao haben wir nicht mehr viel gesehen. Eigentlich ist der voll krass, ne? Ist auch ein bisschen schwächer geworden im Endgame, aber ist trotzdem ein guter Charakter. Theoretisch kann der auch die ganzen Zaubersprüche. Abkürzung! Gao kennen Abkürzung! Das ist nicht das Bestienfeld des Welt. Wieso kennst du die Abkürzung hier? Wieso kennst du dich in Kefkas Turm aus? That doesn't make sense. Abkürzung! Gao kennen Abkürzung! Toller Kundschafter, ja, einfach die Seele ist runtergeschmissen. Egal, ob sie stirbt. Ist dir komplett egal, ne? Lock. Oh nein, die Rosen. Rachel Cole heißt der. J. Cole, oder was? Ich wusste gar nicht, dass du ein Rapper bist. Und Seeless. Cher. C'est français. Genau das, was ich gesagt habe, ne? Meist sind die Nachnamen französisch oder deutsch in JRPGs. Et c'est français, mes amis. Komm schon, ihr stürzt gleich alles ein. Ja, aber die Schleife, die muss mit. Ganz wichtig. Es geht um Leben und Tod. Aber die Schleife, ganz ehrlich, das ist das Wichtigste. Lock. Natürlich rettet er sie wieder. Ich lass dich nicht los, ganz bestimmt nicht. Bist du verrückt? Er ist beinahe draufgegangen für so ein Plunder. Ach so, das ist Lock. Er ist beinahe draufgegangen für so ein Plunder. Die Schleife ist dir aber wichtig, Lock. Das verstehen Männer nicht. Typisch, Mann. Ich weiß, es geht um Leben und Tod, aber trotzdem. Wer emotionale Bindung zu etwas hat, hätte ich genau das gleiche gemacht, wie ich sehe das. Und natürlich Terra. Brandford. Das klingt Englisch. Der Magicide. Vater. Terra, für uns ist mal die Zeit des Abschieds gekommen. Oder vielleicht auch für dich. Sollte jedoch der Mensch in dir stark genug für etwas empfinden, dann vielleicht. Aber nur vielleicht wirst du als Mensch auf dieser Welt bleiben können. Und? Wie viel Mensch steckt in dir, Terra? Wie viel Mensch steckt in dir? Realm! Oh, ich habe immer noch vergessen, ihr Regenbogenpinsel zu geben. Naja. Die Realm Aroni, die wird sowieso im Bonus-Dungeon noch verwendet. Von daher nicht schlimm. Naja, Bonus-Dungeon ist genauso aufgebaut wie Kefkas Turm. Nur noch komplexer. Oh, Bio, darfst du noch nicht aufgeben. Ich bin zu alt für sowas. Wenn du weiter ständig so rumjammerst, dann male ich dich. Beste Drohung ever. Um Himmels Willen, all nur das nicht. Aber weißt du, irgendwann würde ich dich wirklich gern mal malen. Mit Buntstiften und Papier. Oh, Realm, sieh, was du angerichtet hast.
Ganz verschwommen ist mein Blick geworden. Nicht einmal den Weg sehe ich. Shadow. Shadow Death Lord. Ja, ist einfach nur Shadow. Aber ist ja auch nur sein Künstlername. Basically wussten ja, wie er eigentlich heißt. Wir haben ja die Dream Sequences geschaut von Shadow. Habe ich euch ja alles zum Glück gezeigt. Lauf, Interceptor, lauf! Pass auf dich auf, mein Junge. Baron, es scheint, als bräuchte ich nicht mehr zu fliehen. Strago! Ja, haben wir eben schon gesehen. Mit Ram. Und er ist einfach Markus. Okay. Strago, der Magier. Naja. Seltsamer Nachname, aber ist okay. Los, rauf auf den Kirmeskran. Komm schon, Strago, kannst du nicht euch von diesen drei Käse hoch da verarschen lassen? Los, Räuberleiter. Hab dich! Das waren alle Charaktere, oder? Und du. Ja. Die Liebe ist hier. Das ist natürlich die wichtigste in diesem Let's Play. Folgt mir. Ohne mich wäre das Abenteuer nicht so weit gelaufen, sagen wir es mal so. Der letzte Magicide. Terra, du hast genug getan. Du wirst schwächer. Vor allen Dingen sind wir jetzt im Endless Void. Ja, wir sind immer noch in dem Turm. Kommen wir gar nicht raus. Ist ja wie der Todesstern, ey. Heftig. Über den Wolken muss die Freiheit so grenzenlos sein. Terra, schwinden die Kräfte. Los, Setzer. Fang sie auf. You can do it. Denk an Daryl. Mach sie stolz. Sei der Meister des Luftschiffs. Sind das die Kiddies von Terra? Die sie mal bemuttert hat? Ja, tatsächlich. Tatsächlich. Sei tapfer, Catrin. Auch ich werde. Noch nicht aufgeben. Verdammt, wo ist Terra? Noch nicht aufgeben? Terra? Terra ist nicht da. Da ist sie. Terra. Das heißt, sie war Mensch genug, um als Mensch zu überleben. Die Magie verschwindet. Die Esper verschwinden. Aber Terra ist ja auch halb Mensch. Sie verschwinden nicht. Danke, Setzer. Ich hab's doch gesagt. Der Falk ist das schnellste Luftschiff der Welt. Und da sind die Credits. Süß. Süßes Ending. Wie sie da aus Kefkas Tower entfliehen und die Charaktere nochmal vorgestellt werden. Und Happy End. Ist schon süß gemacht. Ja, Final Fantasy VI, eins der Fan-Favorites, einziger Hype zum Final Fantasy ist, mein Favorite war es nicht. Es gab oft unfaire Stellen, es gab oft Stellen, wo man nicht weiter wusste. Es ist halt so kritisch teilweise,
Ja, ich erinnere mich an den antiken Schloss, wo man irgendwie random auf den Boden klicken musste, um da was zu aktivieren. Das ist viel, ich weiß nicht, wie es da haben. Leute Instant Death und random RNG und dann ist das ganze Team weg. Hatten wir auch schon oft. Finde ich auch nicht so cool. Und es ist zu grindy. Die Zauber ausgrinden, Level grind, die Dances finden, die Blue Magic finden. Jeder hat irgendwas, was man ausgrinden muss und das ist einfach zu grindy. Und die Leute sagen, oh, Final Fantasy 2, das ist ja so grindy, das ist das grindigste Final Fantasy. Da hast du nur 4 Charaktere. Die sind vielleicht grindig, aber du hast nur 4 Charaktere. Wenn du mir alle Charaktere bedienen möchtest, bist du nur am Grind. Und es dauert ewig, ich sag's euch, ich hab bestimmt schon 15 Stunden gegrindet. Und das Grinden geht natürlich weiter. Wir holen gleich noch die Blue Magic Spells für Strago. Die müssen wir jetzt im Welt bekommen. Und dann geht das Grinden weiter, Leute. Es ist echt krass. Da müssen wir durch. Das Grinden geht weiter. Ja. Also, das ist meine Kritik. Bisschen zu kryptisch, bisschen unfair mit der Instant Death. An manchen Stellen. Manchmal weiß man nicht, wo man hin muss. Und ich lese mir alles durch, trotzdem ist es teilweise sehr kryptisch. Und viel zu grindy, das Spiel. Meiner Meinung nach ist es bei weitem nicht das beste Final Fantasy. Ich bevorzuge echt den zweiten und vierten Teil. Mit dem fünften, wenn man ehrlich ist, ist es auf eine Stufe. Es ist besser als Final Fantasy 3. Bei weitem. Final Fantasy 3 ist der schlechteste Teil. Final Fantasy 1 ist auch viel zu basic. Nichts Besonderes. Aber von den ersten 6 würde ich sagen, ist das drittschlechteste. Das ist meine Meinung. Ich hatte nicht so viel Spaß wie bei 4, 5 und 2. Immerhin bin ich ehrlich. Soundtrack ist top. Richtig legendärer Soundtrack. Einer der besten Soundtracks von Final Fantasy, muss man sagen. Soundtrack ist wirklich top. Grafik, gerade hier mit der Mode 7-Technologie, die damals verwendet worden ist auf dem SNES. Grandios, wirklich. Grandios gemacht. Also Grafik, Sound, ich kann es nicht meckern. Das ist over the top. Das ist ganz fantastisch. Aber Gameplay, an manchen Stellen war ich echt frustriert und genervt vom Spiel, muss ich einfach mal sagen. Frustriert und genervt, wie in keinem anderen Final Fantasy Let's Play. Und dieses Let's Play ist auch nicht gut. Dessen bin ich mir bewusst. Ich stand viel zu oft auf dem Schlauch, es gab viel zu viele Fails. Ich bin keine Experte von diesem Spiel. Das ist mir bewusst, aber hey. Ich habe mein Bestes gegeben. Es ist einfach so. Die Spiellänge ist natürlich auch sehr lobenswert, gerade für damals. Die erste Welt, die World of Balance, könnte schon ein eigenes Final Fantasy Spiel sein. Oh nein, dann kommt noch die World of Ruin und zack, 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 einfach das Doppelte nochmal drauf. Und hier haben wir noch den Bonus-Dungeon und noch ein Extra-Dungeon. Und das Kursieren haben wir auch noch. Wir haben noch so viel zu tun. Also, Content-wise ist natürlich viel besser als die ersten 5 Teile. Aber es ist nicht mein Favorite. Definitiv nicht. Und meine Erwartungen waren hier, die waren dann ganz oben. Weil alle spielen Himmel um. Kefka ist einer der coolsten Villains im Spiel. Vor allem Videospielen, actually. Muss man einfach sagen, Kefka ist super. Und die Charaktere sind auch super liebenswert und diverse. Ne, Gogo und Umaro und Mog und Terra, die sind alle so unterschiedlich und vielseitig. Jeder hat so seine eigene Geschichte, die auch wundervoll erzählt wird. Jeder hat seine eigenen Fähigkeiten, seinen eigenen Nutzen. Das sind alles positive Aspekte, die ich auch sehr wertschätze. Und das Welt ist eigentlich auch eine ganz gute Sache. Dass du ein Monster nochmal gekämpft hast, auch wenn ein Monster übersehen hast, dann ist es weg. Das finde ich halt auch wieder scheiße. Naja. Das sind so meine Pro und Contra für Final Fantasy 6. Viele positive Dinge, ein paar negative Dinge, die mir nicht gefallen haben. Aber overall natürlich trotzdem ein gutes Spiel. Sehr gutes JRPG, was absolut legendär ist. Was man gespielt haben sollte, gerade wenn man Final Fantasy und JRPGs liebt, sollte man das echt gespielt haben. Es ist ein Masterpiece, was für die Videospielgeschichte auch sehr wichtig war. Und lustigerweise hier, der
ursprüngliche Schöpfer von Five Fantasy beteiligt und Nomura. Sind beide zusammengekommen. Nomura eher bekannt für die neuen Spiele, für die neuen Five Fantasies. Und der andere eben halt für die alten Five Fantasies. Ich weiß den Namen leider nicht. Aber ja. Das zum Spiel. Ich weiß, es war von den Let's Plays, von den ersten 6 Final Fantasies, mein schlechtestes Final Fantasy Let's Play. Ich nehme mir diesen Denkzettel an und werde es bei Final Fantasy 7 hoffentlich wieder besser machen. Tut mir leid, dass ich im Spiel nicht ein tolles Let's Play zaubern konnte. Ich bin echt sehr unzufrieden mit dem Let's Play. Es hatte ein paar gute Momente, aber viele Momente waren heute auch schlecht. Wie oft ich auf dem Schlauch stand, wie oft ich gestorben bin und ja. I don't know. Ich hätte es echt besser hinkriegen können. Aber so ist das halt. Kann halt nicht alles perfekt sein, ne? Vielleicht so mal Let's Playen sollte dann wahrscheinlich die SNES-Version oder so. Oder die PS1-Version auf Englisch. I don't know. Ich hoffe, es war trotzdem irgendwie sehenswert oder so. Guckt die anderen Five Fantasy Let's Plays, vor allem 4 und 2. Das ist so Peak Performance von mir. Und 5 war auch sehr gutes Let's Play. 1 und 3 waren okay. Auf jeden Fall besser als das Let's Play. Immerhin habe ich euch alles basically gezeigt. Jetzt muss ich mir noch die Lore holen von Strago. Und dann gibt es nur den Bonus-Content. Immerhin zeige ich euch den Bonus-Content. Sidequests haben wir alle gemacht, Secret Bosse haben wir alle gemacht, außer natürlich den Bonus-Dungeon. Kann man nicht meckern, oder? Ja, und die ganzen Sachen mit Edgar mit der Kettensäge war ganz witzig. Seven mit den Inputs. Bisschen nervig, wenn es nicht mal klappt, aber am Ende habe ich mich dran gewöhnt und hat das irgendwie auch geklappt mit den Inputs. Das Espa-System finde ich eigentlich ganz gut, nur ist halt sehr, sehr grindy, ne? Das hat Lost Odyssey besser gemacht. Naja. What's going on? Oh Gott. Special Effects. Terra. Ich weiß nicht, wie du es machst, aber deine Haare flattern plötzlich im Wind. Haben sie das ganze Spiel wohl nicht getan. Aber jetzt flattern die Haare im Wind. Ein bisschen Magie steckt wohl noch in dir. Von wegen, Magie ist verschwunden. Okay. Ein neuer Anfang. Kefka hat alles zerstört, aber die Friedenstauben signalisieren, hey, das Land kann von Neuem erblühen, von Neuem aufgebaut werden. Das ist ja basically ein Message des Spiels. Kefka will alles zerstören, sagt, alles ist vergänglich, deswegen ist eh alles irrelevant, was passiert. Aber am Ende stimmt das nicht. Going on. Setzer, wo fliegst du hin? Jetzt so. The End. Ja, ich wusste es. Setzer flog zum Endbildschirm. Ja, bitte speichern. Soll ich das überschreiben? Ja, komm, scheiß drauf. Was will ich jetzt hier nur mit Setzer? Hello? Hello? Warum ist jetzt nur Setzer hier? Das ist alles ein bisschen merkwürdig. Fällt dir nicht auch? Spielstandladen. Okay, das ist gut, dass wir alle da sind. Gut, wie gesagt, Strago-Lore. Wir holen mit Strago jetzt die Blue Magic. Zack.
Ram braucht man auch manchmal dafür. Ja, wenn Setzer sich schon so angeboten hat, nein, mitkommen. Und Gao kommt auch mit wegen Rages. Ja, ich flieg zum Welt. Wir holen uns die restliche Blue Magic. Ich hoffe, ich kann die holen. Wenn nicht, dann... Ja, dann sieht's schlecht aus. Es fehlen noch 1, 2, 3, 4 Sachen. Ich könnte kotzen. Wo gibt's die? Ich werde mal mich da informieren und sehen uns gleich im Welt bei einem Random Encounter wieder. Bis gleich. So Leute, erinnert ihr euch? Science Dream Sequence? Dieses komische Viech? Jetzt probieren wir es doch mal. Zwar mit der Speed-Taste. Irgendwann wird die das aber machen. Das gibt's doch nicht. Oh, soll ich die mal sketchen? Ich sketch die jetzt mal. Am Ende stirbt sie, pass auf. Ja, Todesurteil. Ah nein, jetzt muss ich die wieder suchen. Oh nee, ich glaube, es hat nicht geklappt. Sehr gut. Ja, man kriegt was von der, aber irgendwie macht die das halt nie, ne? Ist halt nicht so cool. Und Gao, der ist aktuell weg, der hat eine Rage sich geholt. Für die, die jetzt sich fragen, hey, wo ist denn Gao überhaupt? Todesroulette, geil. Darauf hat die Welt gewartet. Super. Fantastic. Geil. Super. Ja. Und tot. Und tot. Hä? Was ist das immer für ein komisches Viech? Das war schon damals bei der Dream Sequence so. Pinglied. Ist immer noch nicht das, was wir brauchen. Nicht, dass ich Kontrollfähigkeit brauche. Die habe ich halt jetzt nicht, ne, mit ihr. Weil da nichts von stand. Oh. Und tot? Ja, geil. Ich krieg den Raid, ich krieg die Blue Magic nicht. Ich krieg eine Krise, ich krieg einen Anfall, Leute. Oh Mann, ey, ist das eine Scheiße. Die macht das halt nie. Das ist so blöd gemacht, das meine ich halt. Das ist doch nicht schön, sowas. Muss erstmal wissen, dass man überhaupt von der was lernen kann. Und dann muss sie das auch noch machen. So nervig. Holy fuck. Leute, da sind sie. Erinnert ihr euch? Die haben nie das gemacht, was sie machen sollten. Jetzt haben wir zwei Stück davon. Die besten Voraussetzungen. Ram ist natürlich schon tot. Vielleicht soll ich mal einen kontrollieren mit Ram. Aber dazu muss Ram erstmal wieder leben. Und ja, ich könnte jetzt natürlich versuchen, auch die Rage von denen zu klauen. Aber ich will es mir nicht vermiesen. Am Ende klappt das nicht. Ich hoffe, dass sie das jetzt so machen. Es hat ewig gedauert, bis sie gekommen sind, ey. Strago muss überleben um jeden Preis. Deswegen kriegt er das jetzt. Schutzengel für Strago. Schutzengel für Ram. Nur absichern. Ich spiele das mal ein bisschen. Die haben drei Rages. Ein Rage kann ich nicht mehr bekommen. Gab es für einen Boss in Kefkas Tower. Aber den kann man nach den Bonus-Dungeon nochmal neu herausfordern. Von daher... Müssen wir uns dann noch gedulden. Was passiert jetzt wieder für ein Scheiß? Oh nee. Greif mal Strago an. Der spinnt gerade ein bisschen. Greif mal den Strago an. Das wäre ganz cool. So, danke Ray. Strago ist wieder normal. Da, Sanctus. Level Fragezeichen haben wir es. Endlich. Das war nur die halbe Miete. Nicht mal die halbe Miete, ne? So, Strago segnet wieder das Zeitliche. Ha, Quasar heißt es auf Englisch und noch irgendwas. Reflect-Fragezeichen. Die können halt fast alle Blue Magic Spells sehr gut reisen, Strago. Der geht doch schon wieder down. Nee, tatsächlich nicht. Glück gehabt. Bisschen Viagra. Ist halt nur Glückssache, ne? Die das machen, nur eben halt nicht. Der Scheiß wieder Koboldlied. Auch absolut zum Kotzen. Ja. Immer auf Setzer, ne? Den Impfstatus, immer. Pika. Das jetzt wieder für den Schmutz? Oh mein Gott.
Hör auf mit dem Mist. Zum Glück haben wir noch ein paar Gelbkirschen. Manche Gegner droppen hier, nämlich Eroga, guck. Wirklich. Wenn man die Gegner encountert, kriegst du die meisten Blue Magic Sachen. Da macht auch Eroga. Ist okay. Kriegen wir hin. Milka für Strago. Stein. Haben wir auch schon. Oh, jetzt werd bitte nicht nur ein Stein. Come on. Oh Gott, nicht euer Ernst. Angriff bitte auf Setzer. Bitte. Dass der wieder normal wird. Der Honk. Strago kann sich... Oh, geil. Ja, klasse. Klasse. Gut, Setzer kann sich wieder bewegen. Todesurteil. Haben wir auch alle schon. Das ist nervig. Gut, Strago haut sich selbst. Gefällt mir. Ich frage mich, was passiert, wenn wir jetzt hier Control machen. Wir kontrollieren ihn. Strago kann nichts mehr machen. Das heißt, ich muss jetzt Elixier nutzen. Ist ja egal, wir haben ja eh genug. Was eine Verschwendung, oder? So, hier machen wir nichts. Ich frage mich jetzt, was Ram machen kann. Nicht wirklich was Sinnvolles. Oh nee, ist nicht wahr, oder? Ist nicht wahr. Das haben wir ja alles schon. Den Quatsch, den greif dich selbst an, damit du wieder normal wirst. Ich kann mich nicht fegen. Was ist denn das für ein Scheiß? Kann nichts machen mit Strago. Das Elixier genutzt, der kann trotzdem nicht zaubern. Was ist denn da los? Was ist denn da jetzt los? Oh, cool. Danke, Setzer, für nichts. Figa, please. Ah, okay, auch tot. Geil. Kommen wir Gau mal zurück in die Welt der Lebenden. Alter, die Gegner haben es echt in sich. Figa? Mann, mach das doch mal. Die machen das halt nicht. Ich mach gleich Anspringen und hole ich mir den Rage und hoffe, dass ich damit was erreichen kann. Ich glaube nicht, dass es geht. Also diese Konfusionsattacke ist am schlimmsten. Wirklich. Oh Gott, jetzt kommt wieder Eo. Das macht zum Glück fast nichts. Noch für Setzer den Quatsch. Ich frage mich, ob die das nochmal wollen oder ob die keinen Bock haben. Quasar, da ist es. Yay! He did it. He did it. Das heißt, ich mache jetzt einfach anspringen und dann habe ich... Ah, ich glaube, den kriege ich aber das nicht. Ich muss die schon besiegen. Ich muss die besiegen, leider. Ich muss die besiegen. Nicht, dass da heißt, ja, jetzt hast du es nicht bekommen. Ist mir zu gefährlich. Zwar ewig gedauert, die zu encounter, aber wenn die nochmal kommen, mache ich das halt und anspringen. Weil jetzt will ich erstmal die Blue Magic Spells abspeichern. Yes, es hat gereicht. So, jetzt Strago. Oh nein. Der wird einfach wiedergeboren. Ja, moin. Was ist scheiße. Weil der Schutzengel einmal auf den gegangen ist. Komm, Ultima und Schussmann. Geht doch. So, jetzt. Quasar gelernt, Sanctus Fahrzeichen gelernt, aber nicht Reflekt Fahrzeichen. Das fehlt noch. Das hatte ich zweimal gelernt, aber dann kam ja leider Game Over, Bitch, ja. Wisst ihr ja. So, jetzt müssen jetzt noch zwei Blue Magic Sachen fehlen. Richtig. Das
Mir spielt auf eure Gegner gegen die Minsenschau natürlich nicht schlecht, Quasa. Also, es fehlt jetzt noch Reflektfreizeit und Kraftfeld. Und das Kraftfeld gab eben halt der Boss Fiend. Das ist einer von den drei Triumvirat-Gegnern gewesen. Kefkas Turm. Der scheint hier natürlich nicht. Aber es gibt einen Bonus-Dungeon nach dem Bonus-Dungeon, wo die Bosse nochmal auftauchen. So eine Art Boss-Rush. Und da kann man das dann bekommen. Bedeutet, wir kriegen das noch. Es fehlt allerdings noch Reflekt-Fragezeichen und das hole ich mir jetzt. Kurzer Cut. So, Leute, ohne Gau. Ich habe übrigens den T-Rex-Rage. Der ist richtig geil, ey. Der ist wirklich nicht schlecht. Da kann ich nicht Meteor dann casten. So, und jetzt hoffen wir mal, dass die das machen, was ich will. So, zuallererst natürlich sicherheitshalber wieder die Zauber casten. Halt echt ein G, ne? Ob die das machen oder nicht machen. Problem ist, die haben halt komplett alle Blue Magic Sachen. Die machen ja nie das, was sie machen sollen. Das ist halt der Scheiß. Das ist halt der Scheiß. An der Sache. Schutzengel. Zack. Das waren nur Himmelswind, wollte mir sagen, oder was? Tja. Flair Stufe 4. Ich skizziere den jetzt mal. Ich will mal wissen, was passiert. Hoffentlich nichts Tödliches. Auf jeden Fall, das schief läuft. Ich habe ein Safe State gemacht. Damit er nicht ewig hier wieder rumsuchen muss. Tod Stufe 5 und das tötet ihn. Ja. Nee, so nicht. So, ihr Lieben. Ha, jetzt muss ich natürlich den Quatsch nochmal casten. Ich mache es jetzt mal nur auf Strike und hoffe, das reicht. Okay, 0 Damage. Was ist das denn? Erbärmlich ist das. Flair Stufe 4, nervig. Aber funktioniert zum Glück nicht. Konfu Stufe 3, funktioniert das bitte nicht? Natürlich. Stray, guter Idiot. Aber er schlägt sich selbst. Das ist Holy Fragezeichen. Das haben wir ja schon. Stolperfall haben wir auch schon. Oh, macht das viel Schaden. Übrigens, Paladin-Schild. Der heißt auf Deutsch Heldenschild. Den verfluchten Schild. Ich habe natürlich, ich bin ja nicht dumm. Ich habe die Chance ergriffen und ist jetzt encursed. Ram hat das aktuell, jetzt kriegt natürlich jemand anderes. Aber ja, das ist witzig. Ich habe tatsächlich aktuell das Heldenschild ausgerüstet. Oh, wie schön. Alle sind wieder Imp. Ich kann kotzen. Ich könnte kotzen bei diesem Impfstatus. 1000 Needles. Wasserring. Zustandsveränderungen wurden getauscht. Heißt das, ich habe jetzt meinen Schutzengel nicht mehr? Ich hoffe nicht, dass das heißt. Aqua-Atem. Haben wir ja alles schon. Mann, ihr solltet es mal machen, ihr Doofköpfe. Nicht wieder konfus, auch Strago. Strago, was machst du für einen Scheiß? Kettenwerfer. Das ist nicht gut. Das macht nämlich sehr viel Schaden. Oh, cool. Und tatsächlich hat Strago es nicht mehr, wie ich es mir gedacht habe. Erzengel auf Strago. Damit er wieder lebt. Ja, schön. Schön, dass ihr so viele Spells habt. Oh nein, ich Kamikaze. Das muss doch nicht sein. Ja, dafür, für den Fall habe ich ja ein Safe State gemacht, ne? Für den Fall, dass der Schmutz eintrifft. Schutzengel, zack. Junge. Du sollst deinen Zauber machen, bitte. Ist halt nur noch einer da, ne? Jetzt ist die Wahrscheinlichkeit geringer. Aqua Atem. Ist okay. Kannst du bitte Setzer wieder normal machen? Oh mein Gott. Und er hat natürlich Lack. Krachestoß. Setzer ist wieder normal. Und er greift dir an und er überlebt. Glück gehabt.
Glück gehabt. Ach, wieder konfus, ne? Vergess es. Vergess es, ey. Setzer kann irgendwie gar nichts mehr, hat scheinbar keine Magie mehr. Ist auch sehr klasse. Hauptsache Drago kann noch zaubern. Ich will doch nur diese eine Lore, was ist da denn jetzt so schlimm? Nicht Mundgeruch, ach nö. Alle Heilmittel, wo ist es? Und er sprengt sie in Luft, ich kann kotzen. Auf ein neues. Es ist einfach ein G, ne? Mal macht das, mal nicht. Nur das Problem ist, er macht es halt gar nicht. Und das Schlimme ist, ich hatte diesen Spell mal. Aber dann bin ich Game Over gegangen und dann ist weg. Richtig nervig. Tod ist egal. Flair ist auch egal. Was hat er gemacht? War das der Zauber? War das der Zauber gerade? Ich muss ihn jetzt besiegen. Ich glaube, das war der Zauber. Ich habe ja eh gespeichert, zum Glück. Und? Ja, schön, dass Gau wieder da ist. Strago. Lern den Spell, bitte. Nein, er war es nicht. Da ist es. Reflekt, Fragezeichen gelernt. Ich weiß nicht, was ich gemacht habe. Ich habe die Speedtaste daneben müssen. Ihr habt es gesehen, ne? Das heißt, wir haben jetzt die komplette Blue Magic voll. Mann, war das ein Fest. Es hat ewig gedauert. So, jetzt zum Heldenschild. Nehmen wir jetzt einfach mal einen anderen Schild. Zack, Buckler. Und jetzt zeige ich euch, wie gut der Heldenschild ist. Dieser Schild schützt vor zahlreichen Angriffsarten. Guckt euch die Stat Boosts an. Absolut insane. Ja, wer kriegt den? Ich weiß noch nicht genau. Wahrscheinlich Terra, ne, damit die möglichst lange überlebt. Ja. Gut, das war's für den Part. Gut, dann werde ich jetzt auf Level 99 grinden bis zur nächsten Aufnahmesession und dann sehen wir uns wieder beim Bonus Dungeon, wo ich auch noch in Erfahrung bringen muss, wo der eigentlich ist. Ich weiß es nämlich gar nicht. Wo ist der? Könnte sein. Seltsam, oder? Naja, ich werde es in Erfahrung bringen, wo der Bonus-Dungeon ist. Dann machen wir den. Machen die zwei Secret-Bosse. Und dann Colosseum. Und natürlich noch den anderen Dungeon, den man dann freischaltet. Boss-Rush, basically. Ich freue mich drauf. Ihr hoffentlich auch. Daumen hoch, falls euch das epische Finale gefallen hat mit Kefka. Und falls nicht, könnt ihr das Video gerne favorisieren. Und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal, wenn wir mit den Bonus-Parts anfangen werden. Stay awesome. Eure Sissi. Ciao. Oh, hallo. Freut mich, dass du immer noch da bist und das Video bis zu Ende geschaut hast. Dich habe ich ganz besonders lieb. Falls du noch nicht genug von mir hast, kannst du mich auch gerne mal auf den Social-Media-Kanälen besuchen gehen. Und da auch ein Follow da lassen. Ich bin ziemlich aktiv auf Twitter, Insta und Twitch. Und da kann man mich auch erreichen. Hier oben findest du die Playlist zu diesem Projekt. Hier unten ist eine persönliche Empfehlung von YouTube für dich. Und hier kannst du diesen Kanal abonnieren, um nichts mehr zu verpassen. Ciao!